Wann reißt der Himmel auf? Herzlich willkommen heute Abend hier in der Feldbergkirche zur Eröffnung unserer diesjährigen Ausstellung in der Reihe Kunst am Berg. Wann reißt der Himmel auf? Mit der Kunst von Frau Faller-Barris und Thomas Lauer laden wir alle ein, die hier hereinkommen, ein bisschen zu bleiben. Mit dieser Kunst sind wir alle eingeladen, die wir in die Feldbergkirche kommen, auf unser persönliches Unterwegssein zu schauen. Und Sie, Frau Faller-Barris, und du, Thomas, ihr helft uns mit dieser Kunst, dass auch bei uns dieser Himmel aufreißen kann. Und dafür herzlichen Dank. Ich möchte mit dieser Arbeit von Thomas Lauer starten. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hochsitz. Hier im Schwarzwald können wir viele davon finden. Auch Hochsitze am Waldrand stehen mitunter auf so dünnen Beinen, wirken damit abenteuerlich. Dieser hier erinnert an das spezifische Modell freistehender Leitersitz. Allerdings wirkt er umso abenteuerlicher, da ihm eine Leiter fehlt. Dieser hier ist selbstredend ein besonderer Hochsitz, eine Art himmlischer Thron. Darauf verweist die Vergoldung der Sitzfläche sowie der Innenseiten der Rücken- und Armlehnen. Es ist ein Verweis auf denjenigen, der seinen hohen Thron verlassen hat. Dieser Hochsitz verweist auf Christus, auf seine Hoheit. Er entäußerte sich. Diese Haltung des Gottessohnes wurde titelgebend für diese Arbeit von Thomas Lauer. Vielleicht nicht für alle sichtbar, aber am Boden liegen Kleider. In diesen am Boden liegenden Kleidern deutet Thomas Lauer diese Annahme des konkret menschlichen Schicksals bis zum Tiefpunkt des Todes an. Christi Entäußerung ging so weit, dass er erduldete, dass man Jagd auf ihn machte. Dass Gott ganz Mensch wird, nur um anschließend den schmachvollen Tod eines Schwerverbrechers zu sterben, scheint so unerhört und sinnlos zu sein, dass man es schier nicht erklären kann. So nochmals der Neutestamentler Joachim Knellkamp. Den zweiten Blick möchte ich richten auf die Arbeit hier hinter mir. Ich hoffe, Sie können sie alle gut sehen, von Carola Faller-Barris. Alle Zeichnungen, die Sie in der Kirche finden, sind Freihandzeichnungen. Diese Arbeit ist ein Kranz aus Ästen gewunden und gebunden. Einst freies, grünes Leben, nun in Form gezwungen. Im unteren Bereich einerseits ein dichter, spannungsvoller Zusammenhalt, andererseits brechen Zweige weg, trocken und spröde. Sie werden zu stattlichen Gefahrenquellen. Im oberen Bereich scheint sich der Kranz im Licht aufzulösen, ebenso auch in den tieferen Dimensionen. Die Form dieses Kreises oder Rades verbindet sich mit dem Wunsch, alles möge rund laufen, vollkommen sein und werden. Vollkommen, so der Titel dieser Zeichnung. Den Blick möchte ich mit Ihnen richten als nächstes auf die erste Zeichnung hier an der Wand. Eine Schale mit einer Abdeckung. Die Schale hat einen festen Stand. Die Abdeckung verschließt die Schale nicht vollständig. Ein schmaler Rand bleibt unbedeckt. Dadurch können wir durch einen Spalt hineinsehen und zumindest einen kleinen Teil des Inneren wahrnehmen.
Tod steht für Grab, Grabstätte, Grabmal, Gruft, aber auch für Ruhestätte. Ja, diese Arbeit hier, auch da ist Fantasie gefragt, ich finde. Schwerlich wird man einen Bezug im Realen finden. Aus der klar umrissenen Form eines liegenden, tütenartigen, spitz zulaufenden Gefäßes quillt über den Rand etwas Tuchähnliches hervor, sowie zwei ausgerichtete, weich und leicht wirkende, hintereinander liegende, flügelartige Tücher, wie aus Seide. Licht und Schatten auf den Flügeln lassen Wind und Bewegung erahnen. Eine rätselhafte, für mich geheimnisvolle Zeichnung. Ja, Frau Father Beres, wer sie noch nicht gesehen hat, dann ist das Geheimnis auch gelüftet. Und Thomas Lauer gehört hier zu dieser Arbeit. Eine Szene, wie ich finde. Drei leere Stühle und ein Tisch mit Brotkrumen. Vielleicht haben Sie es beim Hereinkommen schon inspiziert. Irgendetwas muss die Menschen, die hier gesessen haben, veranlasst haben, alles stehen und liegen zu lassen. Sie müssen irgendwie in Eile gewesen sein. Diese Arbeit von Thomas Lauer animiert dazu, darüber nachzudenken, ob es in meinem Leben eine Situation gab, die plötzlich alles anders werden ließ, die gegenwartsverändernde Qualität hatte, die das Dasein neu beurteilen ließ, die die Weichen in die Zukunft neu stellte. Der Titel der Arbeit, Da plötzlich. Der Titel bezieht sich auf die Erfahrung der Emmaus-Jünger, wie sie im Lukas-Evangelium geschildert wird. Komm heraus! So lautet der Titel des Bildes, entnommen aus der Erzählung von der Auferstehung des Lazarus im Evangelium nach Johannes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird, auch wenn er stirbt, leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Hier im Bild von Thomas Lauer finden sich ein Stück Mullbinde. Dreifach gefaltet. Es nimmt Bezug auf den Evangeliumstext. Da kam der Tote heraus, die Füße und Hände mit Binden und Wunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißdruck umhüllt. Dieser Glaube strahlt uns im Blattgold entgegen, das alle drei Teile der Mullbinden bezeichnet. Gold auf dem Hintergrund von Krankheit. Gold auf dem Hintergrund der Binden des Leidens. Gold auf dem Hintergrund des Todes. Bringt es auf ganz spezifische Weise zur Sprache.
Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach der Schlacht. Man muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder hohem Zucker fragen. Man muss seine Wunden heilen. Man muss ganz unten anfangen. Für Papst Franziskus ist die Kirche keine erhabene Filiale der hocherhabenen Himmelstadt Jerusalem, sondern Notaufnahmelager für die Schlachten dieser Zeit und Welt. Das Bild Lebenslinien, und Thomas Lauer hat einen farbintensiven Auftritt mit zwei Grundfarben, Rot und Gelb, und er das Bild prägende Komplementärfarbe zu Rot, einem satten Grün. Hier rühren wir, und das darf ich hier einbringen, an den individuellen, ganz persönlichen Lebenslinien von Thomas Lauer. Linien seines Elektrokardiogramms, aufgezeichnet am 25. Februar 2020 um 15.18 Uhr und 38 Sekunden. An diesem Tag hatte er im Alter von 57 Jahren seine zweite Herzklappenoperation. Genau 50 Jahre nach seiner ersten Herz-OP. Kurz nach der zweiten Operation hat er dieses Bild gemalt. Die sechs Lebenslinien des EKG sind eingebunden in sechs horizontal angeordnete Lebensfelder in Grün und Gelb. Die roten horizontalen Linien betonen dreifach die neu gewonnene Lebensenergie. In der Bildbeschreibung fehlen noch die drei Blattgoldquadrate. Eines vor den Lebenslinien des EKG platziert, eines direkt in die erste rote Linie und eines hinter die roten Lebenslinien. Diese goldenen Quadrate deute ich als Gott in Welt. Das Gold steht für Gott, das Quadrat für das Irdische. Es sind die Orte oder die Zeiten, in denen Gott in der Welt des Thomas Lauer aufschaut. Eine gebogene Eisenplatte, die über die Mitte hinaus mit einem Blattgoldstreifen veredelt ist. Am Ende dieses Goldstreifens eine geblasene Glaskugel, durchlichtet, transparent. Thomas Lauer hat seine Arbeit Einfall genannt. Die Kugel fällt ein aus einer anderen Dimension, aus der Transzendenz in die Immanenz, aus dem himmlisch-göttlichen Sein in die irdische Wirklichkeit. Für diese irdische Wirklichkeit steht die Eisenplatte. Sie hat eine gerundete und damit aufnehmende Form. Eine Andeutung der Erdkugel. Die göttliche Herkunft zeigt sich in der Spur des goldenen Streifens. Wenn wir mit aller Vorsicht ganz nah an die Arbeit herantreten und in die Kugel schauen, dann können wir uns selbst darin sehen. Gott ist eine unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist. Dann kommen wir zur letzten Arbeit. Auf einem langen Holztisch liegt ein weißes Tischtuch. In der Mitte, von dieser Seite kann man es gut sehen, es ist aufgerissen. Hunderte von Schmetterlingen quellen daraus hervor. Wo überall lassen sie sich nieder? Sie haben es vielleicht schon längst entdeckt. Dort auf dem Wandelaltar, mit Taufbrunnen, mit der Osterkerze hier im Fenster, auf dem Tisch, im Raum verteilt. Das Leintuch erscheint wie ein Leichentuch, bis sich der Schmetterling vollständig entwickelt hat, durchwandelt er als Raupe mehrfache Häutungen und die Phase der Verpuppung. Metamorphosen,
vom Tod zum Leben, Symbol für Auferstehung. Ja, mit diesen vielfältigen Bildern, dieser Ausstellung im Herzen und im Sinn dieser Texte bleibt mir der Wunsch an Sie, dass Fesseln sich lösen, dass Flügel wachsen und Sie sich in Freiheit getragen fühlen. Vielen Dank.